Ja, hallo, ich wurde ja schon so nett vorgestellt. Mein Name ist Ralf Samulowitz und das Thema ist jetzt Totally Integrated Power. Ich komme von der Firma Siemens, klar, deswegen an der Stelle, wie sagt man so schön, das älteste Start-up-Unternehmen Deutschlands, wie wir uns gerne bezeichnen. Und unser Thema ist natürlich Energie, Strom und Stromverteilung. Und somit auch natürlich die Situation, wie tue ich im Endeffekt nachhaltig jetzt eine Zukunft gestalten. Wir sind auch eine AG natürlich und an dieser Stelle heißt es, dass wir damit auch Geld verdienen wollen. Aber wir müssen heute auch Komponenten haben, Dinge entwickeln, die tatsächlich in den nächsten 20 Jahren dann auch die Interesse unserer Kunden hat. Das heißt, wir müssen heute darüber nachdenken, wie sieht eigentlich diese Zukunft aus oder wie kann man diese mitgestalten? Und die dringendste Frage wurde ja auch schon angesprochen, ist natürlich die Dekarbonisierung. Wie kann ich hier die Hitze, die Vorträge, die wir ja schon gehört haben, mittlerweile bekommen die Pflanzen sogar einen Sonnenbrand und einen Hitzestress. Wie gehe ich dagegen vor? Und da sind natürlich nicht nur die Fragen hier in Deutschland zu beantworten, da müssen wir die Fragen auch global beantworten. Das heißt, wir müssen uns als erstes klar werden, neben all diesen Statistiken, wo sind eigentlich die das Treibhausgas zu drei Viertel produzieren. Und wenn wir uns hier mal genau die verschiedensten Sachen anschauen, so stellen wir fest, es ist A natürlich die Industrie in ihrer Produktion, aber B, wenn man mal genauer hinschaut, ist es im Gebäudetechnik tatsächlich die Infrastruktur, in der wir hier unterwegs sind. Ich konnte hier wunderschön die Schule vorhin besichtigen und Sie haben es vielleicht noch gar nicht gesehen, aber hinten unten beim Ausgang sind Sinawerts, das sind die, ich sag mal, Umrichter dafür, für die Solaranlagen, die bei Ihnen hier auf dem Dach sind. Das heißt, wir sind hier schon voll installiert. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, bekomme ich tatsächlich diesen Strom von dieser Solaranlage direkt in mein Handy? Bin ich also hier im Endeffekt gerade grün am Telefonieren? Und das bedeutet, es geht um Technologien, über die wir reden, die wir für den Menschen machen. Das heißt, wir können gerne als Ingenieur, wurde ich ja schon angekündigt, Dinge entwickeln des Ingenieurswillens, aber wir müssen sie auch mitgestalten. Und gestalten können wir sie nur, wenn wir tatsächlich die Menschen, sie, wir alle mitnehmen in das Thema, was wir im Endeffekt tun. Das heißt, als erstes stellt sich die Frage, wie kommt eigentlich der Strom in die Steckdose und wie kann ich es an dieser Stelle laden? Das muss man sich erst einmal bewusst machen. Und hier sieht man mal einen wunderschönen Ablauf. Ich habe im Endeffekt meine Kraftwerke und natürlich, ja, ich komme von Siemens. Wir hatten tatsächlich vor 20 Jahren auch Atomkraftwerke, die wir angeboten haben. Aber wir haben 15 bis 20 Jahre kein einziges verkauft. Und auch als Wirtschaftsunternehmen muss man dann sagen, ob vor Fukushima haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir sie nicht mehr produzieren werden. War das ein Fehler? War das kein Fehler? Ich kann Ihnen nur sagen, im Moment ist die Energiewende im Spirit tatsächlich, so wie wir ticken in Deutschland, gibt es eigentlich nur noch Holland. Alle anderen in der EU um uns herum ticken anders. Die Briten lassen sich von den Chinesen zurzeit ein neues Atomkraftwerk bauen. Die Franzosen, ist klar, haben Atomkraftstrom. Alle haben ja immer schon wieder gefrotzelt, wenn es in Deutschland nicht mit den alternativen Energiequellen läuft, bekommen wir den Atomstrom aus Frankreich. Aber Deutschland ist ein Exportland geworden. Das heißt, wir haben
im Winter über Windkraftenergien, Solar, wo die Energie reinkommt, 18 Terawattstunden an Frankreich verkauft, weil in Frankreich sehr viele Atomkraftwerke auch stehen. Und die Franzosen, anderer Spirit wie bei uns, tatsächlich mit Strom heizen. Das heißt, sie nutzen Strom, um ihre Klimaanlagen umzupolen im Winter auch ein bisschen zu heizen. Und da fehlte der Strom. Also Sie sehen, die Energiewende ist komplett in sich verdreht. Aber wie kommt der Strom nun zur Steckdose? Es geht natürlich hier um die Umspannwerke, um Transformatoren. Das sind diese kleinen Betonstationen, die auch bei Ihnen zu Hause stehen, die dann schlussendlich über Energieverteilung am Ende die 400 Volt, 50 Hertz bei Ihnen anbringen. Um das Ganze zu realisieren, benötigt es natürlich auch der Information. Und bis dato waren die meisten EVU so ausgerüstet, wenn ein Stromausfall war, hat man darauf gewartet, dass irgendein Kunde angerufen hat und gesagt, bei mir ist kein Strom. Heute geht das natürlich nicht. Wenn wir über die alternativen Energiequellen reden, über BHKWs, Solarkraftanlagen, Windkraftanlagen, über ja auch die Speichermöglichkeiten, dann müssen wir wissen, wo fließt gerade welcher Strom. Und dazu haben wir natürlich Netzberechnungsprogramme, über die wir dann hier die verschiedensten Berechnungen durchführen können und genau sagen, wo in Ihrem Gebäude fließt welcher Strom, um dann tatsächlich über die Bussysteme, wie sie hier oben dargestellt sind, in der Industrie, in der Gebäudetechnik, diese Informationen, wie sind Ihre Energieflüsse, Strom, Gas, Wasser, Abwasser. In Industrien kommt Druck und das Ganze noch dazu, wie die tatsächlich zurzeit aussehen und wo ein Leck ist und wo man im Endeffekt angreifen muss. Ich hatte ja gesagt, das Gebäude ist das, wo wir als erstes draufschauen. Also sprich als Infrastruktur. Und jetzt sagt man, ja, da habt ihr doch eine pauschale Lösung. Und da kann ich nur sagen, diese Infrastrukturen sehen alle unterschiedlich aus. Ich habe Bürogebäude, die zurzeit seit 2 Jahren faktisch brach sind. Also Frankfurt läuft seit 2 Jahren im Standby. Wobei, an der Stelle muss man wissen, Frankfurt ist eines der General Data Hubs Europas. Wir haben damit aufgehört, dort drüber nachzudenken, wie viel Strom eigentlich so ein Rechenzentrum braucht. Wir wissen aber, über 30 bis 40% des Energieverbrauches in Frankfurt läuft nicht in den Flughafen, läuft nicht in die Industrie, läuft auch nicht in die Bürotürme. Die läuft in die ungefähr 60 Colocation oder Data Hubs der Rechenzentren von Frankfurt. Über diese Energie müssen wir reden, weil das ist eines der Hauptpunkte. Und da stellt sich natürlich die Frage bei einem Rechenzentrum, macht eine Solaranlage Sinn? Kann ich Ihnen gleich beantworten? Nein. Es gibt aber andere Alternativen, BHKWs. Jetzt sagen Sie, Diskussion, was ist mit dem Gas an der ganzen Geschichte? Ja, die Speicher sind leer. Und wenn Sie, Ihr Kunde, sprich bei mir, anruft, ein EVU, die eigentlich immer sehr bedächtig sind und sehr ruhig, und sagt, Herr Samulowitz, wir haben ein Problem, und das schon zu Weihnachten rum, dann wissen Sie, ups, jetzt müssen wir nachdenken. Das heißt, die Situation, die wir jetzt in der Gesellschaft gerade breit diskutieren, ist uns eigentlich schon seit Januar bekannt. Und wir versuchen schon seit diesem Zeitpunkt tatsächlich dieses Ganze irgendwo hinzubekommen, dass wir im nächsten Weihnachten nicht im Kalten sitzen. Das Ganze geht natürlich weiter, auch zur Industrie. Das heißt, ich interessiere mich dazu, wie gucke ich mir eine solche Infrastruktur eigentlich an? Wie sieht sie aus? Was steckt in diesem Gebäude? Was steckt hier in diesem Gebäude? Jetzt wissen Sie, okay, hier ist eine Solaranlage eingebaut, alles klar, kriege ich alternativen Strom. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, was wollen Sie noch wissen? Oder was hätten wir am besten wissen müssen? Und wenn wir es gewusst hätten, hätten wir schon in der Planung darauf reagieren können.
Das bedeutet, was am meisten interessant ist, ist nicht nur der Betrieb des Gebäudes, sondern am meisten interessant ist, was wurde eigentlich gebaut, wie wurde es gebaut und kann ich schon an dieser Stelle bei dem Bauen darauf achten, dass am Ende, meistens nach über 50 Jahren, in Hochhaus in Frankfurt steht 70 Jahre, danach wird es entweder kernsaniert oder komplett neu gebaut. Aber dass wir es an dieser Stelle, wenn wir es abreißen, wissen, was haben wir überhaupt drin verbaut. Ihre Großeltern und Väter werden sagen, früher war Asbest eines der besten Möglichkeiten. Dann kam die Asbestose und dann gingen auf einmal diese riesengroßen Sanierungsschritte vor. Das heißt, nachhaltig bauen bedeutet auch zu wissen, was man gebaut hat. Und das geht natürlich auch, indem wir hier Informationen sammeln über das, was passiert ist, was gerade passiert, um auch reagieren zu können. Das Ganze ist natürlich in der Gebäudetechnik nicht neu. Der andere Sektor, über den wir gesprochen hatten, war ja die Industrie, wo wir Energie einsparen können. Und hier wissen wir ja an dieser Stelle Industrie 4.0. Was ist das überhaupt? Eine Diskussion, die ich schon seit über 10 Jahren führe, denn die Industrie 4.0 ist tatsächlich jetzt knapp 11 Jahre alt. Erfunden? Nein. Per Zufall entstanden? Ja. Wo? Auf der Hannover Messe, der Industriemesse. Eigentlich eine Reportage zwischen Politikern und auch von uns Industrieangehörigen. Und irgendjemand sagte, eigentlich müsste es sowas wie eine vierte industrielle Revolution oder eine dritte industrielle Revolution geben. So digital Industrie 4.0. Und Sie können sich vorstellen, 2011, der Rest hat die Presse gemacht. Und ich musste dann 2012 zu Kunden raus und sagen, Herr Samulowitz, große Kunden, Chemiefirmen, die eigentlich schon vollautomatisiert sind, die mich fragten, Herr Samulowitz, Sie haben schon alles automatisiert. Was müssen wir denn noch alles automatisieren, damit wir Industrie 4.0 machen? Und da habe ich gesagt, eigentlich gar nichts. Sie haben es schon, aber was Sie nicht haben ist, Sie merken sich nicht das, was Sie tun. Automatisierung hieß Industrie 3, dass wir reagiert haben, robotermäßig, wenn irgendwas nicht lief und dementsprechend dann gesagt haben, okay, müssen wir darauf reagieren, eingreifen. Jetzt, wenn wir diese Informationen sammeln, und das ist der erste Schritt, den wir hier machen, dann wissen wir auch, wo was benötigt wird und können gegebenenfalls in den zweiten Schritt sogar darauf reagieren. Das bedeutet, wir können im Vorfeld reagieren, wenn wir wissen, die gleiche Konstellation tritt ein, die schon vor einem Jahr eingetreten war und dann zu einem Ausfall führte. Der nächste Schritt ist an dieser Stelle die Prognostizierung und am Ende sogar die über künstliche Intelligenz Selbstoptimierung. Das bedeutet, zu erkennen, was ist wann wo. Aber jetzt würden Sie mir sagen, okay, alles super Ideen, ist das auch nachhaltig? Ist das noch, was weiß ich, funktioniert das überhaupt alles? Und da muss ich sagen, die Diskussion wird jetzt geführt. Ganz klar, wir sind auch wieder in einer, gesellschaftlichen Diskussion. Wir durchleben zurzeit alles das, was tatsächlich auch unsere Vorgänger mit Industrie 3.0 erlebt haben. Die Franzosen haben die, ich sage jetzt mal provokant, gelben Jacken angezogen und haben demonstriert. Wir Deutschen haben wie damals diskutiert. Was besser ist, können wir diskutieren, aber es auch lassen. Wir machen jetzt den nächsten Schritt. Nach 10 Jahren ist Industrie 4.0 eingeführt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und Kunden kommen auf mich zu, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Die EU hat schon nachgefragt Anfang des Jahres, wird es jetzt eine Industrie 5.0 geben? Alles sind ja Infrastruktur 3.0 und. Wir sagen, nein, wir bleiben bei 4.0, aber wir treten in die nächste Phase ein. Und da habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Wir nehmen dieses Thema, und das werden Sie jetzt ab, und ich kann es ab jetzt auch erzählen, wir nennen das die sogenannte Acceleration-Phase. Also wenn Sie mal nachschauen im YouTube oder wo auch immer unter Siemens oder Acceleration mit NVIDIA, dann ist das der nächste Schritt, weil die Kunden, die mit uns die letzten 10 Jahre das ganze Thema ja schon gegangen sind, wo wir fragen jetzt, und was kann ich mit diesem Ganzen, was ich hier schon tue, was kann ich jetzt tun? Und dagegen haben wir ja gesagt,
Am besten ist das, wenn wir auf die Planung zurückgehen. Also sprich, in der Planung schon wissen, wie wir zukünftig Anlagen gestalten. Und auch junge Menschen kommen auf uns zu und haben im Endeffekt ja ihre Computerprogramme, ihre Möglichkeiten der Dreidimensionalität der Spiele, die sie online machen. Und was wir jetzt machen an dieser Stelle, und da ist diese Acceleration-Phase, in die wir jetzt reinkommen, ist tatsächlich, wir werden beides miteinander koppeln. Das heißt, wir geben quasi ihren Spielprogramm sämtliche technischen Informationen im Hintergrund, die wir die letzten 10 Jahre gesammelt haben. Das heißt, Robotersteuerung, die werden nachher Vibrationen oder sowas beim Greifen von Dingen erkennen und wir können im Vorfeld sagen, müssen wir die Anlagen anders positionieren oder irgendwelche Dinge umgestalten. Das heißt, das sind die unterschiedlichen Schritte, die wir im Endeffekt hier tun. Und diese Daten sind natürlich gespeichert, ob jetzt nun in einer Cloud oder als Edge-basierendes System. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe immer viele Fachbegriffe, immer intervenieren, wenn es zu fachlich wird, bin halt nun mal Ingenieur. Aber Kunden entscheiden sich selber, gehe ich nun in die Cloud, gehe ich nicht in die Cloud oder behalte ich die Daten bei mir in Edge-basierende Systeme, um tatsächlich nicht vom Wettbewerber überrannt zu werden. Das heißt, diese ganzen einzelnen Möglichkeiten, da entscheiden sich die Kunden für sich selber, was ist richtig und was ist falsch. Ich habe Wasserversorgungsunternehmen, die sagen, alles kann ins Internet, ist sowieso offen. Alle dürfen ja sehen, wie viel Wasser wir pumpen. Andere sagen natürlich an der Stelle, nein, das will ich in meinem geschützten System haben. Aber wenn Sie Anlagen vernetzt haben, ist heute zurzeit eines der wichtigsten Themen Security. Und das leider auch in der Geschichte des Ukraine-Krieges. Denn wir werden zurzeit massiv in den Infrastrukturen angegriffen. Das heißt, wir haben einen Nebenkriegsplatz und wir gucken, dass wir eben nicht Ausfall haben. Wir haben aber natürlich durch die verschiedenen Gruppen auch die Situation, dass auch in Weißrussland und sowas Dinge angegriffen, zum Beispiel die Signalanlagen der Züge. Deswegen fehlte den Russen am Ende der Nachschub, wenn alles auf Rot stand. Also Sie sehen hier unterschiedlichste Möglichkeiten am Ende des digitalen Zwillings zum Einführen. Und dieses Ganze soll ja mit Strom versorgt werden. Und da haben wir natürlich als erstes die Netzeinspeisung. Ich habe jetzt mal ein ganz anderes Bild gewählt. Also ein Bild, das im Endeffekt, wie kommt der Strom zur Steckdose, aber aus Sicht des Energieversorgers. Und da habe ich als erstes die Netzeinspeisung. Hier kommt der Strom vom EVU. Aber Sie sind nicht mehr nur noch Consumer, auch hier an der Schule. Ich hatte es ja gesagt, die Wechselrichter stehen bei Ihnen unten. Ich habe sie gleich bei der Besichtigung gesehen, habe gleich gegrinst. Und ja, Sie sind Prosumer. Das heißt, Sie tun Energie an dieser Stelle selber erzeugen, wenn Sie sie nicht benötigen, verkaufen oder einspeichern. Sagen Sie, ja, jetzt wird er bestimmt über Lithium-Ionen-Speicher reden. In Deutschland ja. In Frankreich uninteressant. Dort gibt es Separatoren, die jetzt chemisch nicht so interessant sind. Dort ist eher das chemische Redox-Flow-Verfahren interessant. Also Sie sehen, es ist sehr unterschiedlich. Speicher wichtig, um die Energie vor Ort zu speichern. So sieht das Ganze dann aus, wenn Sie das als Human Machine Interface, also als Visualisierung nachher, als App auf Ihrem Handy haben oder als Visualisierungseinheit. Sie haben unterschiedlichste Solaranlagen, Speichersysteme, Sie haben alternative Energiequellen, auch BHKWs, gasbetrieben an der ganzen Sache. Sie haben eine Visualisierung vor Ort, um einen kompletten Überblick zu haben. Sie haben eine Security, weil solche Infrastrukturen natürlich dann auch dementsprechend angegriffen werden können. Und so etwas muss berechnet werden. Das ist unter anderem mein Job an der ganzen Geschichte. Und das ist im Endeffekt hier, Netzberechnung ist unser Thema. Aufgrund der Informationen, die wir von den Gewerken haben, können wir hier über Sie sind der Verbraucher hier unten, tatsächlich uns errechnen und dementsprechend kann ich Ihnen sagen, wie viel Strom werden Sie hier in der Schule verbrauchen. Aber
auch als Siemens, heißt es an dieser Stelle natürlich zu sagen, wie sieht in Deutschland der Strom aus? Auch solche Dinge können wir durchrechnen und wir haben sogar prognostiziert, dass es zu einem Stromausfall kommen könnte, wenn es zum Ausfall kommt. Ja, kam dann auch dummerweise zum Ausfall, weil wir sagten, um 23 Uhr sollte abgeschaltet werden und man hatte dann doch um 22 Uhr abgeschaltet und dann auf einmal fehlte einer der Hauptlinien von Ost nach West. Und wenn Sie alle Fernseh gucken noch um 22 Uhr, dann fehlt uns auch irgendwann mal der Strom. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Das heißt, die Zukunft gestalten, die Energiewende ist eigentlich geschafft. Wir als Ingenieure haben uns mal wieder schlecht verkauft. Deswegen eine Megadiskussion. Andere Länder hätten da einen Mega-Hype draus gemacht. Aber zurzeit, die Energiewende ist ein Exportschlager, der zurzeit weltweit tatsächlich auch von anderen Ländern mittlerweile kopiert wird. Also, schauen Sie nach, nächster Schritt, Industrie 4.0, die sogenannte Acceleration-Phase, also der nächste Schritt, der konsequent nach 10 Jahren gemacht wird. Ja, vielen Dank.